Moin Chefs, willkommen zurück zu Far Cry 3. Ich bin's wieder, euer Matt Baron. Und ich muss jetzt erstmal was verkaufen hier. Den ganzen Schrott brauche ich da sowieso nicht. Was schleppe ich denn überhaupt mit? Weg, 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 weg. Hier die scheiß Smartphones. Braucht doch kein Mensch. Ich habe noch ein ganz altes Nokia 5130. Das ist super. Da, komm, Snake. Ja, da kannst nichts gegen sagen, ne? Snake. Pass auf, Snake. Ja, und jetzt kommt ihr. Snake. Snake 1. Nicht so mit durch Wände klettern. Nee, nee, nee. Snake 1. Weiß Bescheid. So, was wollen wir denn mal haben? MP5 haben wir alles. Alles, 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 alles. Aber da kriege ich nicht so viel Munition für. Das ist das Problem. Ich hätte jetzt gerne nochmal so eine AK-47. Aber im Prinzip ist das auch doof. Ach, ich muss mal ein bisschen variieren. Wie wär's denn mal, wenn wir sowas kaufen? Mit Reflexvisier. Ja, dann mach. Reflex und Rotpunkt. Wie soll das denn funktionieren? Optisches Visier ist auch super. Nee, pass auf. Machen wir mal so. Erweitertes Magazin. Und dann rüsten wir den Sheet mal aus. Hier kommt, zack. Okay. Habe ich trotzdem genug Munition jetzt dafür? Ich bin auch. Warum auf einmal wieder nicht? Inventar war doch aufgefüllt. Mann, ihr seid so gemein zu mir. So, jetzt gehen wir raus. Genug davon. Ach, natürlich ist Semi-Automatik. Ja, hätte ich ja vorher wissen können. Ich kenne doch dieses Modell. Da weiß ich doch, dass das eine Semi-Automatik ist. Aber ich mecker trotzdem. Danke dafür, dass ich das darf. Es ist ein freies Land. Ist ein freies Land. Ich darf motzen ohne Ende. Wenn ich mich dadurch glücklicher fühle, dann lass mich doch. So, ich habe noch gar nicht die Zeit gestorben für diesen Part. Warte mal. Ich habe jetzt hier gerade meine Liste. MFH, was heißt das denn? Ist bestimmt dieser Hai, ne? Mächtiger, futterbiegender Monsterhai. Einhorn haben wir durch. Jetzt müssen wir gleich ein paar Ziegen jagen, aber das kriegen wir auch noch hin. Und hier ist noch eine Fahrt des Jägers Aufgabe. Machen wir gerne. Ja, ich drussel hier so ein bisschen rum. Ihr wollt alle, dass ich zu dem Affen laufe. Hier sind zwei. Oh, meine Fresse, dann gib mal her. Was ist das denn? Gelbnacken-Kasua, dann her damit. Wo ist das? Aber im Prinzip dieser Revolver hier, ne? Das ist richtig geil, das Teil. Könnte man da wieder putzen. Da ist das schon ein bisschen angeraucht da. Da ist ein bisschen Witterung dran. Wie sagt man Dampf? Nee, ich weiß nicht. Wie heißt das nochmal? Ausdünstung? Wurstblinker? Wurstblume? Mannbärschwein? Schweinebärmann? Etemon? Irgendwie sowas muss es sein. So. Der Etemon ist sowieso der geilste Typ der Welt. Ich würde jetzt so gerne hier so runterrutschen, aber dann sterbe ich nur wieder. Ich kenne das Spiel doch. Wenn ich hier so runterrutsche, dann ist vorbei. Dann platze ich. Dann bricht er sich die Haxen. Guck mal, ist schon wieder. Jason, stell dich nicht so an, verdammte Axt. Und der Rico hatte mir gesagt, also ein Kumpel, dass das hier relativ fies ist. Er meinte, diese Mission sei böse. So, durchgeladen haben wir. Seltener Gelbnacken-Kasua mit einem Scharfschützengewehr. Oh, wehe, ihr greift mich an. Ich will doch nur einen von euch umbringen hier. Wo ist der denn? Hi. Was ist mit dir los? Alter! Was ist das für ein Vieh? Hilfe! Okay, dann mache ich das jetzt mal wie die Höhlenmenschen. Verpiss dich. Doofer Vogel. So, seltenes Tier muss erlegt werden. Ja, von mir aus gerne. Das ist schwierig hier. So, gib mir mal die gelbe Blume. Ist das ein bernsteingelbes Blatt? Zwei davon. Ich finde das super, dass ich hier ein paar Perks habe. Ach, ich hätte gerne mehr davon, aber bisher habe ich keine. So, Stinktier und Jagdinstinkt. Merkt ihr was, ne? Merkt ihr selber, ne? So, tödlicher Jäger. Ja, ich bin sowieso der tödlichste von allen. Weißt du was? Ich hau mir jetzt erstmal ein paar Spritzen rein hier. So. Heben die sich eigentlich gegenseitig auf? So. Okay. Was seid ihr denn? Nö, scheinbar nicht. So, David wäre der erste kaputt. Ist nochmal einer. Schöne Sache. So, dann wollen wir mal nachladen. Das ist schwierig. Ich weiß gar nicht, wo der komische Vogel hier abgeblieben ist. Hallo?
Ich hätte mal vielleicht irgendwie sowas auslegen sollen. Was fressen Vögel denn? So ein paar Körner oder was? Jam, jam, jam. So, gelb, nein. Gelb nicht. Schade. So, wo haben wir denn nochmal mehr von euch Jungs hier? Hier unten ist nichts, ne? Wo bist du? Da ist einer. Der ist es doch bestimmt. Ja, da ist er. Der ist es. Wenn er jetzt schon nicht stirbt, dann ist er's. Pass auf. Hombre. Hehehe. Gelbnacken. Eiernacken vielleicht. Laut meinem Vogelbuch haben Kasuare ein buntes Nackengefieder und greifen Menschen an, die ihnen zu nahe kommen. Klingt nach meiner Schwiegermutter. Jedenfalls, Kasuare mit gelben Nacken sind selten. Wenn du einen erlegst, erhältst du Respekt und Süßigkeiten, die nach Kreide schmecken. Ich liebe diese Texte hier. Ich liebe diese Texte. Die hätte ich auch schreiben können, glaube ich. Ich glaube, solche Texte wären auch aus meiner Feder gekommen. Also, GNK haben wir auch erledigt. So, Leder des Gelbnacken, Kasuare. Das klingt irgendwie wie so ein Dienstgrad, ne? Ledernacken. Rico's Roughnecks. Ja, Rico, danke dafür, dass du mir so geholfen hast hier. Ja, das ist ernsthaft. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich mir die ganzen Vögel hier geholt hätte und die alle mich gleichzeitig angegriffen hätten, da hätte ich Probleme gekriegt. So. Brennstoff habe ich auch alles komplett. Wurfgeschoss, wir wollen Ziegen jagen hier. Raketenbündel ist auch schön. Dingos müssen wir jagen. Dingos und Ziegen, das kommt als nächstes. Ja, ihr kennt mich, ich hole aus. So, wo haben wir denn mal einen Brief? Was ist denn für ein Brief? Na, Tag. Verlorener Brief. Geld? Ach. Verlorener Brief. General Yamagata, ich bin von meinen Männern enttäuscht. Ich dachte, sie seien zäher, aber sie halten nichts aus. Ich kann mir nur ausmalen, was ich erreichen könnte, hätte ich nur die gleichen Männer, die sie einst befehligten im Kampf gegen die Deutschen im Ersten Weltkrieg. Sicherlich habe ich den Gefreiten Tadao bereits erwähnt. Er weint wie ein Kleinkind, wenn er glaubt, dass keiner zusieht. Aber jeder weiß es. Seine Schwäche macht mich krank und er verbreitet sie wie eine Seuche. Die anderen Männer sind nun auch krank vor Heimweh. Sie schützen ihn, hätscheln ihn, als ob man so einen Mann aus ihm macht. Ich frage sie, wozu brauchen wir einen Funker, wenn wir kein Funkgerät zum Empfangen von Nachrichten haben? Der Gefreite Tadao behauptet, die Richtfunkanlage auf den Nachbarinseln wurde zerstört. Aber ich bin mir sicher, es ist seine Schuld. Ja, weiß ich Bescheid, so. Ein doofer Gefreiter. Hat er kaum einen Balken da an der Schulter und meint, er wär's, ne? Und dann weint er da rum. Ich weiß, das... ja, das ist auch so ein bisschen geografische Einordnung. Wo ist diese Insel, wo wir gerade spielen? Ich könnte mir vorstellen, das ist da ungefähr bei Guadalcanal. Also für alle Leute, die wissen, wo das ist. Ja, ich glaube, das ist... Aber gleichzeitig Kuba? Am Anfang hatte ich ja wirklich gedacht, das wäre so eine südamerikanische Insel hier. Kann ja sein, ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich, wenn ich einmal Far Cry 3 Wiki eingebe, dann weiß ich sofort, was da los ist. Habe ich aber bisher noch nicht gemacht. Nein, das ist hier wirklich eine Stellung. So. Wieso Geld? Ich will auch die Flaschen Schnaps da haben und so weiter. Gib mir die mal. Reiherfetisch. Konfliktdiamant. Ach, ich habe gerade gedacht, dem würden irgendwie die Beine fehlen hier. Oh Mann, hab mich schon gewundert. Halb zerknüllte Zigaretten und Kiste. So, was machen wir denn jetzt mal als nächstes? Ja, ist schön, was wir hier tun, ne? Das ist total der super Wahnsinn der Jahreszeit. Wo wollte ich jetzt nochmal? Ich wollte ein paar Ziegen jagen, aber wo gibt's hier Ziegen? Hier sind nur Tiger, Hirsche, Elche. Ist das eine Ziege hier? Ja, ich glaub schon, aber das ist mir zu weit weg. Hier ist noch eine Ziege. Ziege? Hallo, irgendwo eine Ziege. Mit Ziegen. Ich weiß auch, warum ich keine Ziegen gesammelt habe, weil es sie hier nirgendwo gibt. Bären haben die, Büffel haben die, Wildschweine ohne Ende. Haie. Da ist eine Ziege. Nein, Ziegen, alles Ziegen. So, dann können wir doch das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, oder? Ich will doch nur ein paar Ziegen jagen, Mann, das ist doch nicht so schwer. Und hier, pfff. Es dauert mir alles zu lange. Oh. Okay, dann. Ah, dann hier hin, so. Ist auch schön. Zack. Apropos, ihr fragt euch wahrscheinlich, was für ein Bier ich gerade trinke. Uah. Maternus Export. Blöre. Ich habe jetzt gehört,
in Australien wird Oettinger als deutsches Premium-Pilz angeboten. Das ist auch eine dreiste Lüge. Und kostet da umgerechnet 20 Euro eine Kiste. Das ist, ne? Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Oettinger als Premium-Pilz anbieten. Premium-Oettinger. Ich weiß gar nicht. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch so ein schlechtes Bild von ausländischen Bieren. Ist bei denen wahrscheinlich genauso. Dass das, was bei denen die letzte Plörre ist, die man nicht mal in den Ausguss schütten würde, weil der dann auch sagt, nein, ich nehme ja viel, aber das nicht. Ich meine, du hast letzte Woche einen ganzen Eimer Katzenscheiße in mich reingepackt. Da war ich schon ein bisschen angefasst, aber diese scheiß Oettinger-Plörre hier, nee, das ist mir dann doch zu viel. Wie weit ist das noch weg? 418 Meter in der Feinolling. Das ist doch so eine scheiß Straßenführung. Anstatt mal eine Straße einfach nach oben zu machen hier, dann wäre ich viel glücklicher. Naja, dann nicht. Dann nicht. Ach, guck mal, hier ist auch schön. Und deswegen überlege ich, ob solche Plörre, was bei wirklich im Ausland denn Plörre ist, auch für die Inländischen, bei uns auch als Premium-Export-Pilz angeboten wird aus Frankreich. Deswegen sagen wir alle, ja, die können kein Bier brauen, das schmeckt nämlich scheiße. Das werden die wahrscheinlich über uns auch sagen, weil die nur Oettinger gesoffen haben. Ich kann ihnen ja nicht verübeln, dass sie das doof finden. Ich finde das ja auch doof. Sagt er und trinkt Laternus. Ich glaube, es geht los. So, wo ist denn mein Bow? Bow and Arrow. Warte mal. Ich habe jetzt mal eine Idee. Hör mal auf. Na, und schlimm ist das, ne? Brandfall. Komm. Okay. Dann wollen wir mal gucken, ob wir die hier irgendwie kaputt kriegen. Ich muss eigentlich so auf einer überhöhten Position stehen. Und dann kriegt er besser hin. Ich kau gerade mal auf meinen Schaumstoff rum. Von meinem Mikrofon. Nom, nom. Nom, 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 nom. Nein, mach ich natürlich nicht. Also da ist einer, da ist auch noch einer. Hier ist eine Mühle in der Mitte. Wo ist denn hier mal der Funkposten? Den sehe ich nicht. Der ist da bestimmt im Gebölz. Also hinter den Hölzern hier. Da ist eine Fahne. Er hat da einen Molotow. Er ist der, nee, der säuft sich ein. Würde ich auch machen. Ey, ganz ehrlich, das ist doch geil hier. So ein schönes Urlaubsparadies. Ich sehe hier nicht den Funkposten. Ja, auf den Gefallenen, dass wir den Scheiß hier zweimal machen müssen. Schieß den Käfig auf. Ja, mach ich gerne. Ich sehe aber noch nicht. Ist es wahrscheinlich hier direkt hinter? Da ist diese große Kiste. Ah, ja. Mal gucken, wie wir das machen. Warum haben die überhaupt da so einen Tiger? Das ist doch viel blöder. So, pass mal auf. Die. Die sind ja lustig drauf, die Jungs hier. Okay. Wie die einfach da so einem Hund hinterherlaufen. Okay. Ah. Er sieht mich. Scheiße, die haben mich gesehen. Oder war ich noch unentdeckt? Warte. Ey. So. Da oben wäre noch einer. Ich muss jetzt aber unbedingt den Alarm irgendwie deaktivieren. Mich beschleicht das Gefühl, dass ich hier nicht alle gesehen habe. Aber ich kriege das trotzdem irgendwie hin. Okay. Ah, da ist der Alarm. Hier finde ich einfach Pfeil hier ausballern. Hä? Geht doch. So, und da hinten ist der letzte. Hoffe ich. Ah! Was, Pisser? Selber Pisser. Na, willst du einen Alarm aktivieren? Geht wohl nicht. So, das ist jetzt meine Hut hier, Kumpels. Alles mein Gebiet. Und da habt ihr gar nichts zu suchen. So. Kein Alarm ausgelöst, Außenposten befreit. Schade, dass ich den einen da übersehen habe. Ja, sonst hätte das natürlich noch besser laufen können, aber pff,
gibt auch mehr Erfahrung und all so ein Blödsinn, aber hey, das ist auch mal so schön. Guck mal, wir haben alles hingekriegt und sind glücklich. Ja, das ist doch auch mal eine feine Sache. So, die Kiste auf, gesucht, tot. Dann müssen wir auch noch irgendwann machen, den ganzen Mist. Ja, wir haben hier noch viel vor. Das ist eine ganze Menge, was wir hier machen sollen. Okay, Karte. Wo sind die Ziegen? Ziegen sind hier. Hören wir mal zu Ziegen. Wo seid ihr Ziegen? Hallo? Hallo, ihr Ziegen! Je suis le Baron de le... Viande hachée! Oder was auch immer Hackfleisch heißt. Ich hab gehört, hier gibt's Ziegen, aber hier sind keine Ziegen. Wo ist die Ziege? Ich erwarte jetzt nicht, dass hier so ein Tyrannosaurus Rex um die Gegend springt, aber... Eine Ziege. Ich wollte doch nur eine Ziege haben, Mann. Söldner Hundemarke. Ist ja super. Ziegen! So, zwei wären das. Bitte nicht hier den Abgrund runterrollen, du doofe Ziege, ne? Dann habe ich nämlich nichts mehr von deinem Tod. Ich bin dafür, dass das natürliche Gleichgewicht... Ja, da ist bestimmt eine Ziege runtergesprungen. Ja, die will lieber in den Abgrund springen, als dass sie mir ihr Fell gibt, ne? Och, ja, gerne. So, da ist die nächste. Komm her, die Ziege. Weil wenn ich das alles habe, dann kümmere ich mich auch nur noch einen Scheiß darum, irgendwelche Sachen zu sammeln. Also, Felle. Komodo-Varan müssen wir nochmal holen. Machen wir nächstes Mal. Was war denn da rechts jetzt? Ich brauche noch Ziegen. Ich brauche ein bisschen Ziegen. Ich meine, ich habe mir eigentlich aufgeschrieben 4 Ziegen. Habe gerade 2. Das heißt, 2 brauche ich noch. Wo seid ihr? Wo seid ihr, Ziegen? Hallo? Boah. Och, Mann. Das kann doch alles so einfach sein. Ich möchte doch nur ein paar Ziegen haben. Immer eine Ziege. Ich bin wie so ein Mädchen, das ein Pony haben will. Ich will nur mit einer Ziege. Ja, und die Mädchen, die wollen die Ponys wahrscheinlich auch nicht abschießen und das Fell denen abziehen, aber... Ich hab das doch ge... Ihr Scheißhunde, hört auf, meine Ziegen zu jagen! Oh Mann. Ich bin ja für natürliches Gleichgewicht, aber so geht das nicht. Die Ziegen, die rennen hier die ganze Zeit den Abgrund runter. Mann. Oh, Scheiße. Das sind, oder sind das Dingos? Wenn das Dingos sind, dann bin ich ja natürlich super glücklich. Ah, Pussy! Das ist auch super, dieses Fadenkreuz hier. Bin begeistert. Ich habe schon mal durch ein Reflexvisier geschossen. Das ist gar nicht so schwierig, wie du dir da, das da vorstellst. Ach, jetzt sind die Hunde wieder in der Hut, ne? Aber die beißen nicht diese Abu... diese Aminatis hier. Ah. Ja, dann kann ich zumindest mal gucken, ob das Dingos sind oder... normale Köter. So, komm mal her. Hundefell, ja super. Das sind normale Köter, die brauche ich nicht. Aber zumindest habe ich die von dem Hügel hier weggelockt. Das heißt, ich kann hier nochmal ein paar Ziegen sammeln. Da hinten ist doch eine Ziege. Ist das hier dann nicht eine Ziege? Ich höre doch die scheiß Ziegen hier überall. Wo seid ihr, Mensch? Da bist du. Okay. Wo ist dein Freund? Was? So schnell geht das? Einfach so eine Ziege rollen und dann haben wir ihr Fell? Da will ich mal gucken. Geh ich mal demnächst zum Schlachter, dann rolle ich auch mal ein paar Kühe. Hehe. Und dann mache ich mir daraus einen schönen Poncho. Ja, da ist sie. Und noch eine Ziege. Super, einfacher Sprengstoff. Sprengwaffenbeutel. Und mit Leopardenfell und einem Bärenfell. Und bumm. Schaut mal, wie einfach das ist. Komplett fertig. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch Dingos. Ein Dingo. Und Komodo-Varan. Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir im nächsten Part von Far Cry 3. Ich freue mich drauf. Bis dann. Bye, bye.